Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin oder guten Morgen. Es ist 8.30 Uhr am 26.02.2018. Ich bin stolz auf mich, dass ich heute beim Sport war. Ich bin zwar nicht mit Rad gefahren, weil minus 8 Grad war mir irgendwie zu kalt. Ich bin mit dem Bus hingefahren. Ich faule Sau und auch zurück. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, denn gerade auf dem Rückweg musste ich ein bisschen warten, bis der M29 kam. Und ja, jetzt bin ich fertig für den Tag, war am Bad. Bin angenehm erschöpft, aber trotzdem immer noch ein bisschen müde, obwohl ich gestern ich glaube, um 9 ins Bett bin und 9:30 geschlafen habe. Naja, und jetzt geht's in eine neue Woche. Mal schauen, was heute so ansteht. Ein großer Call, zwecks Themen für Sennheiser steht auf dem Plan. Und ansonsten mal kicken, was wir noch so an Dingen zu erledigen haben. Neue Woche fängt an. Gestern dieses Treffen am Nachmittag hat leider nicht stattgefunden. Sandy hat mir irgendwann um 12, glaube ich, eine Nachricht geschickt per WhatsApp, dass er der Grippe erlegen ist und deswegen nicht nach Berlin kommt und wir das entsprechend dann verschieben müssen. Und ja, dementsprechend habe ich gestern Nachmittag gespielt und ein bisschen gestreamt. Elite Dangerous zur Freude vieler meiner Zuschauer. Und dann noch ein bisschen Fortnite davor und danach und ja, dann habe ich irgendwie ab 18:30 habe ich mich dann aufs Sofa gelegt, ein bisschen Serien noch geguckt und wie gesagt um 9:30 bin ich dann pennen gegangen, weil ich mir dachte, ja, morgen musst du wieder wach sein und um 6 ging es auch relativ gut. Also ich war 6:10 war ich sozusagen im Bad und um kurz nach 6:30 war ich dann auch beim Sport. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie kalt es jetzt immer noch draußen ist. Wahrscheinlich ziemlich kalt. Aber zumindest haben wir einen relativ blauen Himmel, von daher Sonne. Und das ist ja ganz angenehm. Ja, und dann würde ich sagen, melde ich mich heute Abend wieder mit einem Elite Dangerous Stream, so ab 20 Uhr etwa. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Und dann bis später. Tschüss.